Ich möchte starten von dem, was ja die letzten beiden Tage und heute Morgen ausführlich diskutiert worden ist, welche schönen neuen Möglichkeiten man hat an Bedieninterfaces, welche Möglichkeiten man hat, andere Formate für Computer zu bauen, zu nutzen. Und mal über den Tellerrand gucken, wohin man denn jetzt nun gehen sollte. Fast eine ähnliche Frage wie mein Vorredner, aber die Ergebnisse, glaube ich, die ich hier zeigen werde und die Richtung, die Denkrichtung sind etwas andere. Das, was ich zeigen will, sind hauptsächlich .NET-Projekte von Studentinnen und Studenten und mir aus den vergangenen Jahren als Idee, in welche Richtung man sich entwickeln kann. Es geht um unkartiertes Gelände sozusagen, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Wie gehen wir vorwärts? Ich möchte anfangen mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, was wir sehen. Was gibt es an Sensoren? Was gibt es an Steuerungsfunktionen der Rechner? Und dann drei Probleme diskutieren und von da aus dann eben auf Forschungsfragen kommen. Einmal diese Begriffe intuitiv und natürlich, die sind komplizierter, als man auf Anhieb denkt. Punkt 2. Sprachen, das war netterweise heute Morgen schon in der Keynote ein Thema, eine Sprache, Anführungszeichen, Sprache finden in der Oberfläche beim Reden mit dem Benutzer. Und das Problem 3, in die Tiefe zu gestalten, dass man nicht nur die Oberfläche poliert, sondern sich insgesamt über ein System Gedanken macht. An den drei Problemen will ich es aufhängen. Ich bin gebeten worden, zu Beginn kurz was über mich zu erzählen. Eigentlich bin ich von Haus aus Physiker, ist schnell wieder weg. Dann war ich stellvertretender Chefredakteur bei dieser Computerfachzeitschrift. Bin dann als Professor in die Computergrafik gegangen, also zurück in die Hochschule, Computergrafik. Auch ziemlich viel mit Musik, Computer-Audio. Da mit den Bedienoberflächen in Kontakt gekommen. Und jetzt inzwischen bin ich Professor für Ingenieurmathematik und technische Informatik. Zum Thema. Ich möchte damit anfangen, was denn bisher alles so geht. Vielleicht nochmal ein paar neue Schlaglichter auf das werfen, was man denn eigentlich jetzt schon ohne Probleme haben kann. Tastatur aus alten Zeiten, Maus, Bildschirm, Sound, Ein- und Ausgabe, klar. Wenn Sie sich das angucken, was Sie jetzt schon haben, stellen Sie fest, da kann man noch viel mehr rausholen. Selbst aus der simplen Maus kann man noch viel mehr rausholen. Das ist eine Arbeit von 2009 mit Studenten. Da haben wir uns überlegt, wie kann man einfach Schieberegler auf dem Bildschirm besser machen. Einfach nur dumme Schieberegler auf dem Bildschirm. Sie können die mit dem Scrollwheel bedienen, Sie können die ganz schlicht mit der Maus bedienen. Was ist, wenn Sie die Maus zur Seite ziehen, während Sie den Regler bedienen? Geht es dann langsamer, geht es dann schneller? Kann ich eine Maustaste zum Zoomen benutzen? Kann dieser Regler quasi einen Huckel haben, bei dem er langsam ist, langsam wird, dass ich fein einstellen kann und wenn ich über den Huckel weg bin, dass es dann schneller geht? Oder kann ich einfach sogar noch einen Kraftsensor an meine Maus dran kleben? Sie sehen, Forschungsarbeiten gehen manchmal auch einfach mit Gaffertape, einfach nur den Sensor an die Maus dran geklebt, dass ich, je stärker ich drücke, umso schneller den Regler bewegen kann. Selbst aus dem simplen Schieberegler kann man was holen. Das hier, Flexinops, hieß das dann, dieses Ding. Das hier sind eigentlich Bluetooth-Mäuse, umgedreht. Unter jedem dieser hübschen Holzkästen steckt eine Bluetooth-Maus und statt des Scrollwheels ist ein schöner Encoder angeschlossen mit einem schönen Knopf oben drauf. Und jetzt haben wir dann eben die Mehrmaus-Funktion von Windows benutzt. Gibt es ja auch einschlägige APIs dazu, um mehrere Regler auf dem Bildschirm gleichzeitig regeln zu können. In diesem Fall für Audio-Software, da hat man immer das Problem, der Bildschirm ist zugepflastert mit Reglern. Da muss man von einem zum anderen mit der Maus, um irgendwas zu regeln. Hier mit diesen Dingern haben Sie 7 Regler gleichzeitig im Zugriff. Das wäre meine erste Idee für Forschungsfragen. Wie kann man das, was man in jedem billigsten Gerät hat, einfach anders nutzen? Was können Sie machen mit 3 Mäusen? Was können Sie machen mit 127 Mäusen? Was können Sie mit einem Lautsprecher machen? Manchmal denkt man einfach zu weit an viel zu komplizierte Sachen. Manchmal reicht es, die simplen Sensoren und vielleicht auch Aktuatoren, irgendwelche Servos, Lautsprecher, wäre auch ein Aktuator, zu benutzen. Was mit den Handys gekommen ist,
sind Kompass, GPS, Accelerometer. Accelerometer hatten wir schon vorher in den Spielen drin. Und was mit den Handys gekommen ist, ist Multitouch, die Segnungen der Mehrfingerbedienung. Das ist hier noch 2007 ein Versuch, auf einem nicht Multitouch-fähigen Bildschirm Multitouch zu machen. Sie kennen, das ist tatsächlich Windows Forms, wenn Sie ganz genau hingucken. Mit ein bisschen Elektronik dran, an den normalen Bildschirm dran. Also insofern können wir uns alle glücklich schätzen. Solche Experimente sind nicht mehr nötig. Das gibt es ab Werk fertig, mit schönen Schnittstellen zum Programmieren. Was bei dieser ganzen Aufregung um die Tablets verloren gegangen ist, ist ja, dass die Stiftbedienung schon seit langem funktioniert. Es überrascht mich extrem, dass die Leute jetzt anfangen, sich so Gummiknubbel zu kaufen, um Tablets zu bedienen, wobei man das seit Ewigkeiten haben kann, mit wunderschönen Programmierschnittstellen und Windows drauf. Das hier ist eine Software, die ich benutze für einen Teil meiner Vorlesungen. Am Tablet-PC zeichnen und man sieht an den Stift gebunden das Bild einer Hand, die sich mitbewegt, an der Stelle, wo der Stift gerade ist auf dem Tablet-PC. Und die Hand dreht sich dann mit, passend mit inverser Kinematik und so weiter. Ganz klassisch auf dem Tablet-PC. Wenn man einfach nur guckt, was die normale Elektronik kann, kann man natürlich auch absurde Sachen probieren. Das hier war mal ein absurder Versuch. Ich habe viel mit Audiotechnik zu tun, sehen Sie daran. Wenn man an einem großen Mischpult sitzt, mit zig Kanälen, zig solcher Schiebereglern nebeneinander, weiß man zum Schluss nicht mehr, was auf welcher Spur ist. Ist da jetzt die so und so vielte Posaune auf der Spur am linken Zeigefinger oder ist da gerade die Bassdrum drauf oder was auch immer. Und hier ist der Gedanke, okay, man fasst nicht auf diesen Schieberegler drauf, sondern man fasst hier auf einen Satz an Elektroden und diese Elektroden pulsieren unter der Fingerspitze im Beat der jeweiligen Spur. Sie ahnen, was man braucht, warum hier ein Transformator drauf sitzt, rückwärts betrieben. Man braucht hier einige 100 Volt, das Ganze mit .NET gesteuert. Wie Sie sehen, das scheint zu funktionieren, ich habe es zumindest überlebt. Man muss wissen, was man tut, aber selbst sowas kann man damit machen. Ein Student von mir sitzt gerade an einer Idee, wie wir die Kinect einsetzen können. Mal nicht für Spiele oder händewedelnde Bedienung, sondern mal ganz robust zum Energiesparen. Die Kinect sagt einem sehr schön, wo jemand im Raum ist, in 3D. Ich habe XY und die Tiefe. Und dann ist der Gedanke, okay, wir können Wärmestrahler benutzen dann, um im Winter diese Figur da, die Person ein bisschen aufzuwärmen. An der richtigen Stelle, Energiesparer. Wenn Sie den ganzen Raum heizen, die Luft im ganzen Raum heizen und das Gemäuer auch noch und vielleicht zieht es, bringt das extrem viel Energie durch, wenn man Strahlungsheizungen hat, ist das viel sparender. Das Problem ist, dass Strahlungsheizungen mitgeführt werden müssen. Oder man hat ständig eben ein kaltes linkes Bein oder einen kalten rechten Arm oder was auch immer. Da bauen wir gerade dann. Insofern ein weiterer Gedanke zur Forschung. Überlegen Sie vielleicht, was kann man eigentlich mit Lichtschaltern machen? Was kann man mit Beleuchtung machen? Was kann man mit Heizung, Warmwasser machen? Smart Home kam eben schon mal vor. All das können ja plötzlich Eingabegeräte und wenn Sie wollen, Ausgabegeräte werden. Elemente, die gesteuert werden vom Rechner. Was bedeutet das eigentlich für uns, was die Anwendungsentwicklung angeht? Und darüber hinaus dann, ich habe hier Roboter in Anführungszeichen gesetzt. Sie kennen die Roboter, die Fußball spielen sollen. Oder die Roboter, die einfach nur als Spielzeug dienen. Gibt es irgendwo eine Art Roboter einzusetzen auf einem mäßigem Niveau. Wir kennen die Staubsaugerroboter. Was ist mit Schneeschippen? Kann ich die anders im Haushalt einsetzen? Kann ich die auf dem Schreibtisch einsetzen? Kann ich mir einen Roboter als Uhr an den Arm binden und der macht dann etwas Sinnvolles? Da halte ich noch viel für möglich. So, nach diesen neueren Sensoren, Aktuatoren, geht man dann ja auch in die Tiefe. Wie mache ich aus Datensammlungen, diesen Gräbern an Daten, die im Internet angesammelt werden und auf der eigenen Festplatte angesammelt werden, wie mache ich daraus wieder Informationen? Data Mining. Das war hier mal ein sehr schräger Versuch, wieder aus der Musik. Diese üblichen, sollte ich sagen, Klangerzeuger, Synthesizer, das ist so einer davon, den man freikriegen kann, sind
Felder von lauter, die Oberflächen dafür sind Felder von lauter Reglern und Schaltern. Das ist für den Anfang sehr schwer zu durchdringen, wenn man nicht genau weiß, wie das funktioniert. Und da war jetzt mein Gedanke, okay, wir machen sowas wie ein Autovervollständigen. Wie Sie Autovervollständigen aus der Textverarbeitung kennen, machen wir Autovervollständigen für das hier. Man stellt ein paar Regler ein, der Klang soll langsam anfangen und er soll lange ausklingen und er soll eher dumpf sein. Die paar Regler stellt man ein und die Software soll dann gefälligst den Rest ergänzen. Und da kommt Data Mining ins Spiel. Diese Synthesizer, diese Klangerzeuger kommen typischerweise mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden an vorgefertigten Einstellungen, die man Data Minen kann. Wie hängen diese Regler typischerweise zusammen? Wenn der eine so steht, steht der andere so und so weiter und so fort. Das kann man lernen und dann ausnutzen. Dieses Ding hier war nur intern, um zu gucken, was passiert. Der Benutzer sieht weiterhin die alte Oberfläche, dreht einen Regler und es drehen sich alle anderen Regler mit. Es geht auch komplett ohne Oberfläche. Das hier war, um Hallgeräte einzustellen. Man gibt den echten Hall vor, den man irgendwo aufgenommen hat, so ein Geräusch dann, und das Hallgerät wird automatisch eingestellt. Der Klang des Ergebnisses wird verglichen mit dem Originalklang auf Basis der menschlichen Wahrnehmung. Und dann wird justiert und justiert und justiert mit einem mehr oder minder raffinierten Suchverfahren, das natürlich auf 4 Kernen, auf 4 Rechnern gleichzeitig, und dann ist das Ding auch in einer Viertelstunde, einer halben Stunde fertig. Wir haben es dann verglichen, was macht ein Profi, der es auch nachstellen muss, braucht so genauso lange, kostet aber natürlich mehr. Daten auswerten, Daten intelligent auswerten, mit Mining fängt das an. Hier haben wir jetzt mal Spracherkennung in Aktion. Spracherkennung einfach, wie es eingebaut ist in Windows 7 und in .NET. Out of the box benutzt. Das ist mein Videoeditor, den ich benutze, um meine Vorlesungsvideos zu schneiden. Der hat einfach Spracherkennung mitlaufen. Die kriegen Sie ja geschenkt. Und dann kann man hier eben sehen, okay, es ist natürlich nicht 100% perfekt, aber ich habe eine Idee, worum es da gerade geht und ich kann dort genau schneiden, ohne mir das anhören zu müssen. Daten intelligent auswerten. Und nach überraschenden Quellen für Informationen suchen. Spracherkennung, okay, das ist klar, man hat irgendwo einen Text, den man versucht auszuwerten. Ich glaube, man kann auch ganz viel graben an überraschenden Stellen. Das Smartphone, was man in der Tasche hat, das weiß, an welcher Stelle man was gekauft hat. Das Tablet, was man mit in die Uni nimmt, das weiß, zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle, in welchem Hörsaal, abhängig von GPS natürlich, ob es funktioniert, man was mitgeschrieben hat. Diese Informationen muss man doch irgendwie ausnutzen können und noch mehr draus bauen können. So viel zu dem Stand der Dinge, was wir haben an Sensoren, Aktuatoren und Intelligenz dahinter. Das erste große Problemfeld, was ich sehe, sind diese beiden Begriffe intuitiv und natürlich. Was ist intuitiv? Wenn Sie über die Straße wollen, gucken Sie intuitiv nach links und nach rechts. Das haben Sie verinnerlicht. Wenn Sie in London sind, haben Sie da mal ein kleines Problem, aber dann gucken Sie auf den Fußboden, da ist dick aufgemalt, dass man andersrum gucken muss, aus gutem Grund. Also, Vorsicht mit intuitiv. Intuitiv heißt schon gelernt, aber vor langer Zeit gelernt. Wenn ich den Buchstaben E suche, selbst auf dem Tablet, wenn ich den Buchstaben E suche, dann gehe ich nicht nach dem Alphabet, sondern ich weiß, auf der antiken Tastatur sitzt da der Buchstabe E. Auch das ist intuitiv. Irgendwann gelernt. Die vielgepriesenen Gesten auf den Tablets und den Smartphones sind nicht so unkritisch. Das hat ein Student mal ausprobiert, mal durchgetestet mit diesen Gesten hier. Welche Gesten würden für welche Funktionen von Audio-Software sinnvoll sein? Und sie stellen fest, das ist ziemlich uneinheitlich. Sie kriegen nur für sehr wenige Gesten eindeutige Resultate. Diese zum Beispiel, einen Schieberegler rauf, einen Schieberegler runter, einen Parameter ändern. Absurderweise das Dreieck halten die Musiker für ein Metronom und glauben, damit muss man jetzt die Geschwindigkeit einstellen. Solche Sachen gehen dann
Aber über die Grundfunktionen hinaus ist da nicht allzu viel intuitiv. Das heißt, diese Gesten müssen auch gelernt werden. Da muss man vorsichtig sein. Gesten sind als solche nicht intuitiv. So natürlich, das andere schöne Wort, das ich da in Anführungszeichen gesetzt habe, eine Geige ist wunderbar natürlich vom Interface her. Es ist völlig klar, wie die funktioniert, wie sie stimmen können, wie die Saiten zum Schwingen gebracht werden. Glasklar, wie das funktioniert. Anders als wenn Sie einen Laien zum ersten Mal vor irgendeinem Internetbrowser setzen und sagen, er soll mal ein Buch bestellen. Also ein sehr natürliches Interface. Das Problem ist, Sie brauchen 10 Jahre, bis Sie es beherrschen. Also dass das natürlich ist, ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist noch nicht das Alleinseligmachende an der Stelle, dass es natürlich ist, das Interface. Und manche natürlichen Interfaces sind mir auch 3 Nummern zu natürlich. Die 1:1 Nachbildung von realen Gebäuden, zum Beispiel aus meiner Perspektive natürlich in der Hochschule, Sie bauen eine Hochschule 1:1 nach in 3D als Virtual Reality und dann kann man zu Fuß von A nach B laufen. Um eine Vorlesung zu hören, muss man tatsächlich dann in den jeweiligen Saal gehen und sich da hinstellen und so weiter. Das ist mir 3 Nummern zu natürlich. Das muss man abstrahieren. Was ich glaube, was man tatsächlich machen sollte in der Praxis, ist so eine Art Mix and Match. Man sucht sich Bilder zusammen, Bilder, die gut gelernt sind, Vorgänge, die gut gelernt sind, heißt das im Endeffekt Sprachen, die gut gelernt sind von den anvisierten Benutzern und versucht, die so zusammenzubauen, dass zum Schluss ein sinnvolles Ganzes draus wird. Man wird kein komplett passendes Bild finden, aber man kann vielleicht verschiedene Sachen mixen. Das ist so ein Versuch in der Richtung. Dies soll eine Trommel sein, die man offensichtlich hier über die Trommelfläche bedienen kann, auch mit mehreren Fingern gleichzeitig. Wenn Sie wollen, 16-fach Multitouch mit Anschlagsdynamik. Und dieses hier soll die Form der Trommel sein. Nicht unbedingt eine kreisförmige Trommel, sondern eine beliebig formbare Trommel. Und dann kann ich jetzt hier den Rand nehmen, wie ich sonst im Grafikprogramm eine Kurve nehme, kann ich hier den Rand nehmen und während ich da trommle, mit der linken Hand hier mit der rechten Hand die Kurve verformen. So eine Mischung aus GPU-Programmierung und User-Interfaces und ein bisschen Physik. In diesem Fall ist die Mischung etwas einfacher. Das ist, wie kann man auf dem Hals des Elektrobasses, des E-Basses anzeigen, welche Töne gerade zu spielen sind. Einfach mit einem Beamer drauf projiziert. Hier bitte an den grünen Stellen drücken, da oder da, das ist derselbe Ton. Den nächsten nehmen. Und dann ist eine Webcam noch davor geschaltet, dass diese Markierungen, die der Beamer da drauf strahlt, dass die Markierungen auch immer sauber auf dem Hals bleiben. Das ist sehr dicht dran, aber man hat eben selten diesen sehr natürlichen Fall, dass man so dicht dran bleiben kann. Hier haben wir einen Editor für MIDI-Dateien, wo Sie sonst hier einfach nur Rechtecke haben. Welcher Ton wird zu welchem Zeitpunkt gespielt? Einfach nur ein Rechteck. Der Ton ist an, Rechteck endet, der Ton ist aus. Hier sehen Sie in Schwarz-Weiß oder in Grau-Weiß, sollte ich sagen, unterliegt die Tastatur. Normalerweise hat man hier einfach nur dumme Rechtecke, die einem nicht viel sagen. Und hier ist der Versuch, okay, können wir das Ganze mal in Anführungszeichen natürlicher machen, was auch immer an der Stelle natürlich ist. Jeweils pro Ton die Wellenform zeigen. Sie kennen das mit den Wellenformen, wenn Sie Audio-Software kennen, kennen Sie Wellenform pro Aufnahme, pro Spur. Aber hier ist es vorgemerkt, Ton für Ton eine Wellenform. Also der Versuch da, dass man das, was man für Wellenformen schon kennt, hier übersetzt mitnutzt, um das intuitiver zu machen. Natürlicher sind Wellenformen natürlich für die Elektrotechniker, die Wellenformen am Oszilloskop gesehen haben, sind Wellenformen vielleicht natürlich. Ansonsten weiß ich nicht, ob sie wirklich natürlich sind, aber es wird auf jeden Fall intuitiver dadurch. Je weiter man weggeht, die Software eben war ja schon für Profis, Semi-Profis, je weiter man weggeht vom Allgemeinverständlichen, desto, wie soll ich sagen, abgehobener wird der Begriff Intuitivität. Das hier ist eine Software, um Spiele zu programmieren mit Hilfe von Stage Charts. Also Sie fangen an hier mit dem äußeren Zustand und dann geht es hier weiter und so weiter und so weiter. Wie Zustandsdiagramme, aber eben, so hieß der Titel dann auch, Zustandsdiagramme Level Up. Die nächst bessere Version von Zustandsdiagrammen mit parallelen Abläufen und Ähnlichem. Für Entwickler
ist natürlich Intuitivität und Natürlichkeit was anderes als für Leute, die sowas noch nie gesehen haben. Das muss man sich auch immer klar machen. Wenn ich gewohnt bin, mit solchen Diagrammen zu arbeiten auf Papier, dann ist es natürlich auch, Anführungszeichen, natürlich und dann sogar auch intuitiv, sowas am Rechner nachzubilden. Ja, Ideen zur Forschung aus dieser Abteilung. Das mit der Geige, das wurmt mich seit Jahren. Man hat diese Diskrepanz, Virtuosität, die schätzt man an der Geige, Jahre, Jahrzehnte lernen zu müssen. Und andererseits von der normalen Software erwartet man, dass sie jetzt und sofort funktioniert. Warum gibt es diese Diskrepanz? Da ist einiges geforscht worden, aber ich glaube noch nicht genug geforscht worden, um das wirklich zu verstehen. Ganz was Praktisches, Spracheingabe. Sie haben gesehen, bei meinem Videoeditor nutze ich ja Spracherkennung. Spracheingabe vor dem normalen Rechner, nicht am Handy, nicht am Smartphone. Spracheingabe vor dem normalen Rechner ist immer noch sehr komisch. Wenn jemand im Büro sitzt und mit seinem Rechner redet, guckt man immer noch ein bisschen komisch. Kann man sich da was ausdenken? Kann man das natürlicher machen? Ist das nur eine Gewöhnung? Kann man so tun, als ob die Leute telefonieren? Ganz praktisches Problem. Und von wegen intuitiv und natürlich wird ja gerne so verkauft, dass man nun keine Bedienungsanleitung mehr braucht. Das haben Sie an diesen Gesten gesehen, die wir da ausprobiert haben für Audio-Software. Das ist in der Tat schwierig, ohne Bedienungsanleitung zu lesen. Zum Schluss ist es eigentlich so, wenn es keine Bedienungsanleitung gibt, dann ist das eigentlich nur ein Futter für die ganzen Computerzeitschriften, dass sie wieder tausend Tipps und Tricks mit geheimen Sachen für die jeweilige App bringen können. Wie kann man heute Bedienungsanleitungen machen, die vielleicht sogar noch jemand liest? Kann man Bedienungsanleitungen integrieren? Wie schreibe ich überhaupt Gesten auf? Wie mache ich Gesten vor? Mit einem kleinen Video, mit einer GIF-Animation? Fragen über Fragen. Der zweite Problemkreis, die Sprachverwirrung. Ein Bedieninterface ist zwangsläufig eine Sprache. Ich biete etwas an Funktionen an. Der Benutzer muss mit dem Rechner reden, umgekehrt reden, in Anführungszeichen. Das ist zwangsläufig eine Art von Sprache. Und wenn immer man Sprachen definiert, läuft man Gefahr, in einen von zwei Polen reinzulaufen. Der eine Pol ist, dass man festgenagelt ist, locked in, eingefroren ist, dass die Sprache so rigide ist, dass man nicht mehr rauskommt. Denken Sie an die Tastatur, Querz. Sie können einfach keine andere Tastatur heute mehr bauen, auch wenn das schwachsinnig ist heutzutage. Wir kommen davon einfach nicht mehr los. Das wäre so eine klassische Lock-in-Situation. Auf der anderen Seite steht das kam heute Morgen in der Keynote auch schon vor, was uns derzeit so ein bisschen bei den Smartphones und bei den Tablets dreut. Balkanisierung. Lauter Kleinstaaten, die alle parallel existieren, mit einer eigenen Währung und einer eigenen Regierung und so weiter. Jeder findet seine eigene Lösung. Das wäre die Balkanisierung. Und der große Ärger ist, man muss dann alle diese Lösungen getrennt lernen. Das macht keinen glücklich, der es dann tatsächlich benutzen muss, wenn alles anders funktioniert. Bei dem einen brauchen Sie vier Finger von oben nach unten, bei dem anderen brauchen Sie zwei Finger von rechts nach links und wie auch immer. Das ist die andere große Gefahr. Man muss eben sehen, wie man sich hier in der Mitte aufhalten kann. Wie können Sie die beiden Extreme vermeiden? Eine Sprache suchen, die nicht nur Ihre eigene Sprache ist, sondern auch von anderen gesprochen ist, aber gleichzeitig nichts Festgefrorenes, Festroutiniertes, in Stein gemeißeltes veranstalten. Das ist nicht ganz leicht. Was ebenfalls nicht ganz leicht ist, ist verschiedene Formate mit derselben Sprache zu bedienen. Kann ich dieselbe Bedienoberfläche auf dem kleinsten Gerät und dem größten Gerät haben? Ich bin gespannt, wie das mit Metro läuft. Man wird es abwarten müssen. Das ist ja genau dieser Versuch, das zu tun. Der Ärger ist, man muss es lernen. Ne? Es ist eben ein ganz neues Ding für die Leute, die vom alten Windows Desktop kommen oder auch von Desktop kommen. Ist eine komplett andere Geschichte. Ich sage gleich lustigerweise noch was zu dem Lernen, da passt das sehr gut rein. Insofern denke ich, es ist zu früh da zu sagen, geht oder geht nicht. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Eine andere Sache, wo streng die Welten getrennt sind, Spiel und Arbeit. Wenn Sie sich Excel angucken, das schreit, hier wird gearbeitet, spaßfreie Zone.
Und dagegen haben Sie Facebook, was ein bisschen lustiger ist vielleicht, oder andere Webseiten, die ein bisschen lockerer aufgemacht sind, und dann als Extrem natürlich die echten Spiele. Gibt es irgendwas dazwischen? Gibt es Bedieninterfaces, die das vermitteln, die alle diese übergreifen, diese Anwendungen? Diese Kurven sollen uns Folgendes sagen. Es gibt Bedieninterfaces, die kann man recht schnell erfassen, eine Steep Learning Curve, man kann sie schnell erfassen und dann geht es schnell weiter, aber dann ist irgendwann auch Feierabend, weil es ausgereizt ist. Es geht einfach nicht mehr weiter, die Funktionalität der Anwendung ist ausgereizt. Und dann gibt es eben Anwendungen, die arg schwer sind, bei denen man lange arbeiten muss, bei denen man aber zum Schluss schneller und mehr machen kann, mehr schneller machen kann. Was mir dabei zum Beispiel vorschwebt, sind so Profi-3D-Animationsanwendungen. Wenn ich an Maya denke, was Hollywood eben benutzt, um irgendwelche Filme zusammenzubauen, dann müssen sie erstmal 2 Jahre lernen, bis sie die Software halbwegs verstanden haben, und dann lernen sie mal 2 Jahre, bis sie damit irgendwas Künstlerisches machen können. Das will man dem normalen Benutzer nicht antun, bis er einen Text geschrieben hat, erstmal 4 Jahre zu lernen. Aber ich denke, es ist wichtig, diese Unterscheidung im Kopf zu haben. Es gibt ganz verschiedene Ansätze dann an Bedieninterfaces. Sie können eins haben, das zum Schluss auf super hohem Niveau rauskommen soll, aber man muss eben den Preis dafür zahlen. Und Sie können Bedieninterfaces haben, die sehr schnell zu erfassen sind und dann aber typischerweise irgendwo stecken bleiben. Eine spannende Frage ist, schafft man das umzubiegen? Würde man es schaffen, hier die rote Kurve hochzubiegen? Überlasse ich Ihnen als Forschungsfrage. Jetzt nochmal zurück zu der Frage Gewöhnung und Lernen. Das ist hier genau dieser Effekt, der auch hier vorkommt. Wenn man den ersten Schritt gegangen ist als Softwareentwickler und präsentiert etwas radikal Neues, dann kriegt man Usability-Tests, die sind verheerend, weil es keiner versteht. Es ist ja noch nicht gelernt und auch nicht in 2 Stunden wirklich durchdringen kann. Man muss wirklich die Leute 1 Jahr, 2 Jahre, am Anfang war 15 Jahre die Rede, bis so ein neues Paradigma durchkommt. Man muss die Leute damit arbeiten lassen. Das ist das Problem. Es ist einfach zu früh, um zu sagen ja oder nein. Mit der akademischen Community, die sich mit den Bedieninterfaces befasst, ist das, sehen Sie, seit 2008 so ein stehender Begriff, Usability Evaluation Considered Harmful. Und es gibt inzwischen diverse Nachfolgepapers, sowieso Considered Harmful. Wenn Sie sich dafür interessieren, einfach mal googeln. Ein ganz ärgerliches Phänomen, wenn man solche Tests macht. Was ich mir als Lösung vorstellen kann, als einen Lösungsansatz vorstellen kann, ist, dass man versucht, bekannte Sprachen zu nehmen und auch auf neue Anwendungen zu übertragen. Das hier ist zum Beispiel Fuse, wovon es auch eine .NET-Implementierung gibt, File Systems in User Space. Sie kennen Ordner und Dateien, Dateien lesen, Dateien schreiben, ganz normal, indem man eben echte Ordner liest und echte Dateien schreibt und so weiter. Aber das kann man auch simulieren, dass da nicht echte Ordner und Dateien hinterliegen, sondern dass das Ganze nur Fake ist. Hier in dem Fall haben wir es mal so gebaut, zum Beispiel, dass in einer Wave-Datei, also einer Audioaufnahme, verschiedene Regionen markiert sind mit einer anständigen Audio-Software. Es gibt eine einzige Audiodatei, die legen wir in den einen Ordner rein, der kein echter Ordner ist, sondern so ein Fake-Ordner. Und dann erscheint darin ein Unterordner, und in dem Unterordner sehe ich direkt neue Audiodateien mit diesen Regionen. Das sind aber keine echten Audiodateien, sondern die werden einfach aus der Originaldatei in Echtzeit so generiert, als ob sie da wären. Ich benutze also das Interface für Dateien, das Dateisystem-Interface, um ganz andere Sachen zu machen. Oder hier die Anwendung war, Audioeffekte zu erzeugen. Man hat einen Ordner, den man einfach Reverb benennt, Hall, legt da eine Audiodatei rein und kann dann aus Unterordnern verhallte Versionen mit Effekten abspielen. Diese Dateien, die da scheinbar liegen, liegen da nicht in Wirklichkeit, die werden in Echtzeit berechnet. Was ich damit mache, ist, ich wandle die Oberfläche eines Effektgeräts um in Ordner und Dateien. Das ist vielleicht ein Gedanke, den man übertragen kann. Bekannte Arten, mit dem Rechner zu interagieren, übertragen auf neue Anwendungen.
Hier geht es darum, einen Equalizer, einen Klangregler einzustellen. Sie kennen vielleicht von den heimischen Boxen den Frequenzgang, der da irgendwo aufgeplottet ist. Statt dass ich dutzendweise Regler einstelle, male ich eine Kurve, einen Frequenzgang, und der Rechner stellt die Regler richtig ein. Die wird Intelligenz genutzt und das Interface geborgt. Ich male einen Frequenzgang, das kann man sich halbwegs vorstellen. Oder hier, das ist ein Interface, um eine Klangdatenbank abzufragen. Man malt einen Klang, wie man mit Paint irgendwie Strichmännchen malt, malt man hier einen Klang, irgendein Ping, hätte doch Sound anschließen sollen. Und dann sucht der in der Sounddatenbank nach einem Klang, der so aussieht wie das, was man hier gemalt hat. Also die Technik vom Malprogramm hier dann angewendet, um Sounds zu suchen. Geborgt bei Bedieninterfaces, die man kennt. Ja, gibt es sowas wie, Forschungsfrage, gibt es sowas wie universelle Interfaces? Können Sie wirklich vom Tablet bis zum Großbildschirm, bis zur Großleinwand im Fußballstadion alles mit einem Interface bedienen? Wo muss man Besonderheiten berücksichtigen? Was kann man auch über einen Kamm scheren? Große philosophische Frage. Mitwachsende Interfaces. Es gab ja den Versuch in Office 2003, Interfaces mitwachsen zu lassen. Die nicht benutzten Funktionen wurden erst ausgeblendet und wenn man sie dann verwendet hat, kamen sie dann langsam wieder rein. Das war vielleicht noch ein sehr einfacher Ansatz, das zu tun. Kann man das anders machen? Jetzt mit Tablets und so weiter. Ich kriege mehr Fenster, ich kriege andere Icons. Keine Ahnung, was man da tun kann. Überlegen Sie sich was. Das ist eine sehr tiefschürfende Forschungsfrage. Der dritte Problemkreis. Oben hui, unten fui. Oder hier, um es zur Seefahrt passend zu machen, der Eisberg. Man muss sehen, dass man sich nicht mit dem oberen Zehntel des Eisbergs da befasst, sondern dass man sich mit dem befasst, was da drunter liegt, mit dem wichtigen Teil darunter, dass man Probleme an der Wurzel packt. Der Spruch hier gehört dazu. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Wenn die anvisierten Benutzer gar nicht wissen, was eigentlich alles möglich ist, werden sie ihnen sagen, sie wollen das Alte, aber bitte in grün oder schneller oder billiger und so weiter. Sie bleiben kleben bei dem, was es bisher gab. Es kommt nichts Neues. Das sind faster horses. Statt der Autos eben faster horses. Ich bin es für Forschungsprojekte, studentische Projekte, im kleinsten Rahmen auch, sehr interessant einfach zu gucken, wo haben wir faster horses. Sachen, die einfach überkandidelt sind, wo einfach jemand das Bestehende weitergedacht hat und weitergedacht hat und weitergedacht hat, bis es eigentlich blödsinnig geworden ist. Man könnte es ganz anders machen, wenn man weiter unten anfängt, wenn man grundlegender anfängt. Lustigerweise hat selbst die aktuelle Version von Paint in Windows 7 noch diese Disketten-Icons. Das musste ich doch zeigen hier. Wobei ich gar nicht weiß, ob Sie überhaupt noch Disketten echt mal in der Hand gehabt haben. Wir sind ziemlich festgenagelt auf Dateien und Ordner und Disketten und Festplatten. Kann man davon irgendwie mal loskommen, endlich? Das ist für mich ein ganz dickes Faster Horse. Genauso bei der Mail. Allein diese Symbole da, Briefumschläge und Büroklammern, das ist wie Post vor 20 Jahren war, wie Post vor 50 Jahren war oder sogar vielleicht vor 100 Jahren war. Muss E-Mail genauso funktionieren oder können wir das besser machen? Dass dann keiner mehr ein Attachment vergisst, insbesondere. Und vielleicht kriegen wir die Spams auf die Weise auch noch behoben, indem man vielleicht mal Mail neu denkt. Bücher, ist ja gerade schwer im Schwunge, E-Books. Müssen Bücher immer als 1000 Seiten kommen, alle Kapitel zusammengebunden, ob elektronisch oder nicht? Amazon hat ja inzwischen zumindest so diese Minimalbände auf dem Kindle mit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Seiten. Anscheinend ist es eine Möglichkeit, Bücher kleiner zu machen. Wenn man sie elektronisch verkaufen kann, kann man sie anscheinend auch deutlich kleiner machen. Wie geht das weiter? Wie ist es mit Kommentaren anderer Benutzer, mit Querverweisen, mit Ergänzungen, mit Übersetzungen, mit Korrekturen, was auch immer? Kann man Bücher komplett mal neu denken? Hier habe ich mal versucht, Fontmanagement neu zu denken. Wenn Sie Designerinnen, Designer sind, haben Sie das Problem, dass Sie 2000, 3000, 10.000 Fonts, Schriftarten auf der Maschine haben oder auf irgendwelchen Laufwerken bereit zum Abruf haben und überhaupt nicht mehr wissen, was Sie da eigentlich haben als zigtausend Fonts. Mit diesen Listen hier kann kein Mensch was anfangen. Und selbst wenn Sie jeden Font in seiner eigenen
Schriftartern drucken, dass der eine fett ist und der andere kursiv und Schreibschrift und was auch immer. Man findet einfach nicht durch bei 10.000. Das hier ist ein Versuch, das mal anders zu denken. Von jedem Font nur ein Zeichen und es wird sortiert nach Ähnlichkeit. Fonts nach Ähnlichkeit sortiert. Sie sehen, hier gibt es irgendwie so ein Eiland mit Schreibschriften. Irgendwo sind die Frakturschriften. Ich glaube, da habe ich gerade das Ding hier unten drauf gesetzt. Jeder Club hat sozusagen seine eigene Ecke in dieser Darstellung. Also man versucht, anders zu denken. Und was die Auswahl von Fonts angeht, das kam vorher lustigerweise anders gedacht, was die Auswahl von Sounds angeht. Ähnliche Sounds an ähnliche Stelle gelegt. Sowas gibt es auch für Musikstücke von diversen Leuten. Ähnliche Musikstücke, ähnliche Genres in dieselbe Ecke gelegt. Alles Techno kommt nach links oben, Schmusepop kommt nach rechts unten oder was auch immer. Hier sind es einzelne Sounds, die in dieselbe Ecke gelegt werden. Und man kann eine Taschenlampe drauf leuchten lassen und hört dann alle diese Sounds auf einmal. Das ist eine ziemliche Kakophonie, wie der Musiker sagt, aber man hat trotzdem eine Idee, was da passiert. Was man an diesen beiden letzten Interfaces auch noch sehen kann, ist How to Fail Gracefully. Wie soll der Rechner damit umgehen, wenn er sich eben verspekuliert hat? Ich gehe nochmal zurück. Wenn Sie sagen, dieser Font ist eine, keine Ahnung, fette, linear, antiqua, bla 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 bla, genau klitzekleine Kategorisierung, Klassifizierung, wird das höchstwahrscheinlich falsch sein. Zumindest 90% der Fälle wird das falsch sein. So gut kann der Rechner das nicht. Wie gehe ich damit um, auch bei der Musik oder bei Sounds, dass das dann doch irgendwie ein altes Beatles-Stück ist, was irgendwie beim Heavy Metal plötzlich gelandet ist, weil es sich etwas anders anhört als übliche Beatles-Stücke. Wie gehe ich damit um, dass solche Intelligenz gerne mal fehlschlägt? How to fail gracefully. In diesem Beispiel ist es damit gelöst, dass es gar nicht angezeigt wird, was das Resultat ist. Es ist einfach nur geometrisch dargestellt. Es liegt in dieser Ecke. Damit kann man gerade noch leben. Ja, haben Sie schon gemerkt, das ist mein Lieblingsthema. Was kommt nach Dateisystem? Dateien, Ordner, es muss etwas anderes geben. Wir haben Daten, die gehen vom einzelnen Zeichen bis zum kompletten Internet. Wie kann ich all das in ein einzelnes System bringen? Wie kann ich Versionsgeschichte auch noch einbringen? Was jetzt wer dran geändert hat? Wie kann ich es bei Bildern machen? Welcher Pixel von wem mit welcher Funktion geändert worden ist? Und dann den Originalpixel ändern und dann dieselbe Funktion nochmal drüber laufen lassen, Historien behalten. Und Data Mining versus Privatsphäre. Wenn wir anfangen, alles und jeden und jedes zu analysieren am Rechner, die Sachen, die auf den Social Networks sind, Suchabfragen, was auf den Rechnern ist, E-Mail-Kommunikation, was ich selber mache, wann ich wo bin, wenn wir all das analysieren, muss natürlich ganz tief unten in der Software eingebaut sein, wie ich mit der Privatsphäre umgehe. Ich kann nicht nachträglich darüber nachdenken, oh, das muss ich jetzt aber sperren, dass ich da, keine Ahnung, nicht bei der Arbeit war, sondern sonst wo war, das darf jetzt keiner wissen. Das muss alles ganz tief eingebaut sein. Das kann nicht ein Gedanke im Nachhinein sein. Zum Fazit. Ich denke, die wesentliche Frage, die man sich immer stellen muss, ist, ob man einfach mit Technik blind auf ein Problem schießt. Ich habe irgendeine neue Technik und jetzt muss alles mit dieser Technik funktionieren. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Erstmal nachdenken, was das Problem ist, mit den Faster Horses insbesondere. Die richtige Frage stellen, das ist, wie man die Faster Horses vermeiden kann. Ich frage nicht, wie sollen wir die Pferde verbessern, sondern ich frage, was ist die bessere Art, von A nach B zu kommen? Und diese Sprachverwirrung vermeiden, dass nicht jede App was Neues erfindet, drei Finger dafür, vier Finger dafür, dass wir aber andererseits auch vermeiden, das einzufrieren, das Ganze, und überhaupt nicht mehr vorwärts zu kommen, und da den geschickten, goldenen Mittelweg zu finden. Eben nicht einzufrieren, sondern in der Tiefe nachzudenken, nicht neue Oberflächen vielleicht zu schreiben, die mit einem klassischen Dateisystem arbeiten, nicht neue Oberflächen zu schreiben für klassisches Mail-System, sondern mal in der Tiefe nachzudenken, soll das so sein oder können wir ganz anders dran gehen?
Ich denke, da sind so einige Schätze zu finden. Ich habe ein paar Forschungsfragen angedeutet. Würde mich freuen, wenn jemand von Ihnen die Zeit findet, das als Studienarbeit, Abschlussarbeit anzugehen. Lassen Sie mich davon hören. Vielen Dank.